So, und da geht's natürlich direkt weiter. Ohne jetzt großartig Dingsbums zu machen. Mit der Hino. Genau, die Hino ist jetzt dran. Und die macht Rebinna Tera. Long ago, the four tribes once lived together in a glorious age of prosperity. Mm-hmm. But such days have long since faded from memory. Schade. There was no miasma, nor any monsters. The world was pleasant, until darkness came and choked the northern skies. They say that the golden age is gone, never to return. Oh yeah. But I believe that we can somehow bring it back. I must believe, if I am to carry on. Das wird ein interessanter Dungeon. Wirklich. Hier haben also die Rassen zusammengearbeitet. Oh, geil. Schön. Alles klar, ich will mal gucken. Die Hino 4348. Nee, Artefakte eigentlich nicht. Doppelkopf. Die Hino hat noch keine Masterwaffe. Ja, es war so klar, dass ich vergessen habe, mit der einzukaufen. Muschelseide. Stellung. Schmuckkoffer. Eisenpanzer. Ja. Gut, dann mache ich das mit der Hino gleich. Weil ich muss erstmal das Inventar leeren von der Dame. Ja, das Problem, ich habe mit der Hino jetzt noch keine Meisterwaffe gefunden. Ergo hat die Hino jetzt noch eine Waffe, die keine 30 Damage, sondern nur 25 gibt. Deswegen ist die auch ein bisschen, was Angriff angeht, runter. Nicht auf 48, sondern nur 43. Aber das kriegen wir schon hin. Das passt schon. Das ist eine recht flinke, die Kleine. Von daher. Jetzt mal zurück in die nächste Stadt. Dann wieder hier durch. Und Dingsbums. Inventar geleert und dann zurück. Und dann diese Stadt gemacht. Und nein, keine Angst, wir müssen uns diese Einleitung. Die kann man überspringen, die Einleitung. Von daher hält sich das in Grenzen. Die Einleitung wird auch nur dann gezeigt, wenn ein Myretau-Tropfen dran ist. Bedeutet, wenn ich jetzt einen Dingsbums, einen Dungeon betrete, der keinen Myretau-Tropfen hat, sagt die alte Dame mir auch keinen halben Roman auf. Von daher, ja. Gibt es hier jemanden? Ja, ihr erzählt mir nur was. Ich will doch einfach nur handeln. Ist eine schöne Stadt. Ich bin hier gerne in Fum. Ist schön. Auch die Musik gefällt mir. Fum eignet sich besser mit Ärmer und Obst und Getreide dank des Jägernflusses. Genau. Ja, brauche ich aber nicht. So, drei Phönixfedern reichen aus. Bronzensplitter, Eisensplitter kann alles weg. Wundersamen gibt's auch. So,
Fleisch, zweimal Fleisch, einmal Fisch. Das kann weg und ansonsten, das behalte ich mal. Ich glaube, Muschelseide ist sehr wert, ist ein besserer Gegenstand als Dingsbums. Als der Frauenkoffer. Schmuckkoffer, Entschuldigung. Falsch gelaufen. Hier kann man sich schon verlaufen, das stimmt. Aber immerhin haben wir jetzt, gut, so viel Platz hat es jetzt nicht gefressen. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Und ich meine, es hat es vielleicht 5 Minuten gekostet. Das tut jetzt nicht weh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, heute ist der erste Tag bei Final Fantasy Crystal Chronicles, dass ich mal anfange und mal mehrere Parts am Stück aufnehme. Wirklich so ein komplettes Jahr nehme ich jetzt mal auf, so ich denke mal so 3 Stück, weil ich gerade sowieso da hinten bin. Und ich Vollidiot hätte es eigentlich verkürzen können. Ist egal, müssen wir im nächsten Part dann nochmal machen. Mich jetzt natürlich verkürzen können, indem ich jetzt schnell den Charakter gewechselt hätte, der beim nächsten Mal dran ist. Sprich, die Sakuran hätte die nochmal Müll verkaufen lassen. Dann hätten wir nämlich gleich von dem einen Dungeon in den nächsten gehen können und die Parts nicht ganz so lange machen müssen. Aber ist egal. Auf jeden Fall müssen wir hier sowieso nochmal lang. What? Ach, die beiden. Was ist? Gefällt's dir? Wie wär's mit 100 Gil für eine Aufführung? Klar, warum nicht? Spitze. Oh, das ist schön. Ja, das Volk von Hinus ist ein sehr schön belebendes Völkchen. Sehr gesellschaftlich. Schön tänzerisch. Schön. Ja, wir können da jetzt stundenlang zugucken. Könnt ihr ja mal mit tanzen, muss nicht alles die Dame machen lassen. Ist egal, ein Hunderter passt schon. Oh, Hino tanzt! Cool, das wusste ich nicht. Dass die auch anfängt zu. Och ja! Was sind denn das für Tanzmoves? Hino lässt uns alt aussehen, Leute. Komm, lass mir die noch mal ein bisschen tanzen. Schön. So, wir wollen aber weitermachen. Schön. Doch, hat sich gelohnt. Die 100 Tacken haben sich gelohnt. Haben wir die Hino mal tanzen sehen und mal gezeigt, wie es richtig geht. Und ja, wir wurden bedient. Oh yeah, shit. Och nee. Ich habe mich kurz verschrieben. The four tribes once lived together in a glorious age of prosperity. But such days have long since faded. Ja, mit Startknopf. Stimmt, ich dachte alles mit A und B, aber... Oh, ja, hier muss man aufpassen. Die... Das kann ich auch, du Lümmel. Bei den Truhen muss man aufpassen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Welche Truhen jetzt... Oha. Na komm, hau zu, Skelett, du. Oh.
So, erstmal ein bisschen ein paar Zauber bekommen. Die Hino hat leider, was Artefakte angeht, nicht so Glück gehabt wie der Sascha. Dafür hat sie auch viel Stärkeangriff und hast du nicht gesehen. Und von daher, ja, gucken wir mal. Also sie hat jetzt keine Zauberringe. Oha! Das war vielleicht ein bisschen dumm. Ich habe halt noch keinen Engel. Beziehungsweise Sanctus, Entschuldigung. Muss ich den Langkampf mit dem Geist einfach mal aufnehmen. Ja, das ist natürlich doof. So, Och, Eis, scheiße. Oh, ich kann... Nee, Gemach. Ja, Gemach ist nicht das, was ich brauche. Gemach ist halt so ein Statuszauber, der die Gegner so ein bisschen verlangsamt. Daher muss ich mit der Hino ein bisschen aufpassen. Weil ich noch keinen Hit habe. Aber das passt eigentlich, weil ich halt ein Range Champ bin. Piu, piu. Komm schon, Nino. Und? Piu, piu. Wunderbar, super. Und wieder erhalten. Perfekt. Ein Herzchen für Nino. Sie kämpft wie ein Dino. So, hier können wir natürlich noch überall... Das war mal eine Tempelstadt, eigentlich sehr schön. Und jetzt sind es halt nur noch so Gammelruinen. Und jetzt kann ich ein bisschen aggressiver rangehen, weil ich ja jetzt den Verteidigungszauber habe. Ich finde aber, die Dämonenstädte waren ein bisschen asozialer, was das angeht. So. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. Da drüben. Nee, das ist nur ein Skelett. Okay. Dann geht's hier schon mal auf. Das ist soweit ganz gut. Ich will trotzdem gerne nochmal alles abklappern. Auch wenn ich jetzt schon Vita-Zauber und so einen Scheiß alles habe. Versuchen, Dingsbums noch ein paar Artefakte zu kriegen. Die Hino muss ja auch stärker werden. Obwohl es auch unterschiedliche Artefakte gibt, ne? Es gibt Artefakte, die du im Dungeon findest. Es gibt Artefakte, die du von Monstern... Also, jeder Dungeon hat ungefähr 3 Locations, wo du Artefakte finden kannst. Einmal werden die von Monstern gedroppt. Von so etwas stärkeren Monstern. Dann gibt es Artefakte, die du in Truhen findest. Oder du kriegst halt auch einen gewissen Pot an Auswahlartefakten, wenn du den Boss besiegst. Oha! Das ist das Problem. So, diese Teile sind ein bisschen schwierig. Vor allem will ich ja auch nochmal gucken, ob ich das Mogli-Haus finde. Okay. Nimmst du den mal?
passt. So, Engel gibt mir jetzt gar nicht so viel. Ah. So, der Golem kann da hinten machen, was er will. Der sieht ja schon ulkig aus, der Bobby. Der Bursch, wollte ich sagen. Aber eigentlich habe ich dann Bubi gesagt und dann wurde daraus Burbi. So, na komm mal her. Ja, die Skelette kennen wir ja schon alle. Ich glaube, die Golems geben diese Artefakte. Geben gar nichts. Der gibt wahrscheinlich so einen Scheiß. Oh, was sind das? Einhorn. Das geht eigentlich. Das wird ein schöner Kampf. Das war bestimmt mal ein Königspferd. Schön. Obwohl, auch wenn es gefühlt nur die eine Hälfte ist, das ist ein Schweif da hinten dran. Es gibt bestimmt ein Artefakt, das frisst sehr viel. Liegt aber auch daran, dass ich noch keinen Sanctus machen kann. Oder? Müsste doch eigentlich gehen. Engel. War das nicht Engel und Dingsbums? Nee. Feuer vielleicht? Habe ich nicht. Ach, scheiße. Nee, es war Sanctus und ein Angriffszauber. Oha. Jetzt schießt er was anderes. Ja, der hat getroffen. Ja, passt. What? Ich dachte, es gibt ein Artefakt. Naja, Dämonenkralle kann interessant werden. Muss aber nicht. Hier oben geht es, glaube ich, zum nächsten Abschnitt rein. Einhorn. Nee, Einhorn ist es nicht. Einhörner sind nicht böse. Die verkörpern ja eigentlich eher die Unschuld. Also auf das Vieh einkloppen. Da, auf das Geisterpferd oder was weiß ich. Ja, ich kann da nicht durchschießen. Okay. Ich weiß nur nicht, wie man diesen Dingsbums löst. Echt mal gespannt, weil ich glaube, der Dungeon könnte echt interessant werden, weil der jetzt gefühlt nicht so linear ist. Weberei, was ist denn Weberei? Ja, die Hino hat noch ein bisschen Platz in ihrem Handtäschchen. Es gibt so sehr schön eines Accessoires. Gut, was die Accessoires bringen und welche am besten sind, weiß ich noch nicht. Das könnt ihr wahrscheinlich in den Kommentaren, entweder in den Kommentaren, falls ihr das Spiel in- und auswendig kennt, besser beschreiben als ich. Oder aber wir lassen das.
Oh, ist das mies. Ah, der kommt immer wieder, weil der auf das Dingsbums zaubern muss. Ich verstehe. Ach, komm schon. Komm jetzt her, du Golem. Oder Drache, was weiß ich. Feine Dame, die nur prügelt sich mit Drachen. So, kannst du jetzt zaubern, wie du willst? Das ist mir eigentlich egal. Okay. Ich brenne hier drauf. Ja, muss ich. Alter. Oh, was ist denn das? Werwolf. Es wäre schön, wenn die wenigstens irgendwo... Alter, was geht denn hier? Oh, zum Glück ging der noch durch, ey. Okay, der Typ geht mir extrem auf den Senkel gerade. So, 1:1 ist hier Ruhe. Eiwasser, geil. Will ich hier runter? Naja. Oha! Was war das denn? Geisterschuss. Hallo. Irgendwie kann das doch nicht sein. Oder muss ich mich hier von dem treffen lassen? Tatsache, ich muss mich hier vom Blitz treffen lassen. Okay. Macht aber nichts, dann heile ich mich nochmal. Und hoffe, dass ich hier noch ein... Ich muss da kein Gravitas drauf zaubern. Gut. Dann gibt es noch so einen Werwolf für Arme. Also immer schön mit der Keule draufkloppen, Hino. Wunderbar. Der will nur spielen. Das ist der kleine Bruder vom Programm, aber der nur zwei Schwänze hat. Könnte auch die zweischwänzige Katze sein.
Clone, das ist mir eigentlich relativ egal. Weil was mein Angriffsspeed nichts macht. Laufspeed ja, Angriffsspeed. Und bis der nächste Gegner kommt, bin ich sowieso wieder. Oha! Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Oha, jetzt kriegt die Hina aber schnell auf die Schnauze. Ja komm, wie der Zauber regelt. Die kommen eh wieder. Nehme ich an. Dann wollen wir mal gucken. Kohle, ja super. Könnte natürlich auch kommen, weil den Zauber wir doch relativ oft bekommen haben. Ich glaub's aber nicht. Nö, ich hab keine Ahnung. Oha. Oha, oha, oha. Sind die schon wieder da? Komm, schieß deinen komischen Eiszapfen. Ist nicht mein Fall, Bursch. Und jetzt? Okay, 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 okay. Nee, nach links geht's nicht. Muss ich die irgendwie herlocken? Gut, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert hat. Aber dann will ich mich jetzt mal nicht beschweren. Da merkt man schon, warum hatte ich nur eigentlich so viel Fette? Ach so, stimmt, der fehlt ja eine Waffe. Okay. Okay, hier geht's runter, hier geht's hoch. Ich verstehe. Springen. Okay, alles klar. Aber ich bin hier, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Oder doch?
Geburt. Es ist so eine Last mit diesem Scheißrätsel gewesen. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Das war unnötig. Das ist einfach unnötig. Sorry, aber es ist einfach so. So, wofür brauche ich den Kram jetzt? Ich komme da durch und es hat mir nichts gebracht. Komme ich
ich wenigstens... Ja, hier komme ich durch. Okay. Komme ich nicht rein. Da geht es scheinbar auch nicht durch. Geht es hier weiter? Nee, das sieht alles nach Sackgasse aus. Alles klar. Boah, da wollte ich echt mal mehrere Parts auf einmal aufnehmen. Dachte so, ja geil, hast du voll Bock drauf. Und dann so eine Scheiße. Schön, jetzt habe ich diesen scheiß Schlüssel bei mir und sehe echt keine Anwendung für den. Ich gucke jetzt nochmal alles genau ab. Nee. Wird schon wieder so ein ewig langer Part, einfach nur wegen diesem scheiß Rätsel. Das hat fast 10 Minuten in Anspruch gefressen. Einfach so. Das ist zwar dämlich. Okay, Och nee, jetzt fang du auch noch damit an. Jetzt muss ich den Schlüssel und den Kelch mit rumtragen. Ich weiß, dass der Kleine keinen Bock hat. Dieser Dungeon, der ist echt mies. Nee, nee, nee. Gut, zwei Parts, das passt eigentlich. Ja, dein Zauber kannst du jetzt auch sparen, kleiner Gnom. Schneid dir den Bommel ab. Okay, das ist gemein. Jo. Oh, ein erstes Elfenbrand. Oh, schön. Hier ist ein Brunnen. Der sieht. Ich kann den Kelch wieder nehmen. Boah, halt die Fresse, ey. Jetzt hat er es bei mir verschissen. So, hier geht's nicht mehr weiter. Dann will ich mal gucken, ob es hier irgendwie weitergeht. Ja, ne? Nö. Schön, toll. Ich mach das Ding von Gatten auf und ich brauch so gut wie gar nicht. Ist es euer Ernst? Ich habe diese ganze Scheiße gemacht nur für ein fucking Artefakt. Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht, dass es nur wegen so einem Scheiß... What? What? Okay, alles klar, weiß ich aber Bescheid. Unsere Karte füllt sich. Nee, der Kleine wird nicht zurecht gemacht. Folgendermaßen, und zwar weiß ich Bescheid, du brauchst diesen scheiß Schlüssel nur für so ein Gammelartefakt und für so ein, wenn es ein Gammelartefakt ist, wollen wir mal gucken, und für dieses Mokri-Haus. Bedeutet, es ist nicht... Es ist nicht relevant. Eventuell. Nee, hier komme ich nirgends rein. Hier ist nur ein Gatten sozusagen. Und hier gibt es sonst nichts. Nichts weiter Verstecktes, kein Durchgang, niente, nada, nothing. Super. Na toll. Schmiedebau. Jetzt bleibst du auch noch an so einer Kante hängen, ey, es ist doch unglaublich. Nach links komme ich nicht. Na schön. Dieser Dungeon ist nicht... Ja, weißt du, jetzt auf einmal... Ich hab den Kleinen ja lieb.
Ja, total. Ist ein knuffiger Fratz. Aber irgendwie... Soll das ein Cerberus sein? Aber irgendwie ist der heute... Oder hier in diesem Dungeon... Ist es dein Ernst? Da gehe ich 10 Meter zurück und dann holst du rum. Und hier oben ist jetzt ein Cerberus gewesen und das war's. Jetzt da lang. Es ist doch so ein Krampf mit diesem. Komm, du, auf deine Hilfe kann ich verzichten, ey. Jetzt hat das bei mir verschissen. Jetzt kann er mich mal gern haben. Muss ich diesen ganzen Weg zurückgehen, oder was? Wahrscheinlich bin ich jetzt mit dieser Ecke durch. Muss jetzt von der anderen Seite. Wehe, dieses Elfengewand ist kein super Dingsbonus gewesen. Kein super Artefakt. Dann aber. Ist aber Schicht im Schacht. So. Das hat mich jetzt auch nicht weitergebracht. Ja, super. Ich schaue mal hier nach links, aber ich glaube, hier links war ich schon. Hier hat mich auch nichts weitergebracht, meine ich. Doch, da bin ich nicht reingegangen. Hoffentlich gibt es da nicht wieder. Das ist ein echt langer Dungeon, Leute. Nicht nur wegen dem Rätsel, sondern weil irgendwie gerade hier alles so ein bisschen gegen mich spielt. Aber dann nehmen wir uns einfach die Zeit. Vita habe ich schon. Okay, ich guck mal. Na super. Ich dachte schon, so schöne Schatztruhen, da ist auch manchmal ein Artefakt. In der Regel sind auch Artefakte drin oder schöne Sachen, aber irgendwie hier gerade nicht. Also dieser Dungeon ist echt nicht so meins. Natürlich, ich habe kein Feuer. Ich habe kein Feuer und deswegen kann ich... Das ist doch unglaublich. Ich habe keinen Feuerzauber. Es ist unglaublich. Unsere Hino hat keinen Feuerzauber. Also das ist scheiße. Das wäre jetzt extrem scheiße, wenn wegen Feuerzauber... es so hapern würde. Lass mich raten, ich muss da irgendwo anders da lang. Und dann kann ich erst anfangen. Dieser Dungeon ist wirklich so weitläufig. Es ist einfach zu nervig. Es ist wirklich zu nervig. Das ist total ungewohnt hier bis jetzt in dem Spiel gewesen. Die Dungeons waren alle sehr, sehr human und relativ einfach. Aber dieser Dungeon ist schon echt... Ich muss jetzt irgendwo Feuer holen, dann kann ich... Ach, alter Schwede, dann kann ich auf die linke Seite vorne weiter. Hier geht's nach oben. Da muss ich auch lang. Feuer oder Blitz? Oder Gravitas aus Feuer und Blitz? Ich weiß es nicht ganz. Mal hoch.
Jetzt habe ich Sanitas erhalten. Den ich gegen die Geister brauche. Das ist okay. Vielleicht ein bisschen blöd gelaufen, aber na gut. Trotzdem. Och nee. Dieser Dungeon ist so nervig. Es ist wirklich eine Last mit dem Vieh. Also mit dem Dungeon hier insgesamt. Also alles spielt hier gerade so ein bisschen blöd rein. Kann den Kelch wieder nehmen, Kupo? Nee, kannst du nicht. Kannst mich jetzt mal gern haben. Nur damit du in 5 Minuten wieder sagst, nee, ich hab keinen Bock mehr. Och nee, jetzt schon wieder. Der Dungeon ist nun mal Hin- und Her-Rennerei. Nimm wieder. Sind wir hier in einem anderen Gebiet? Alter. So ein Dungeon hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich mir mal die anderen so angucke. Das wird ein ultra langer Part, Leute. Ich werde den auch nicht schneiden. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay. Wenn wir hier reinkommen, noch nicht. Da müssen wir erst was aufmachen. Okay. Nach links komme ich auch nicht. Wahrscheinlich muss ich erst rechts und dann links den Weg freimachen. Och nee, ey. So, ich mache erstmal den hier platt. Diesen Trottel hier im Geist. So, ich brauche keinen Engel, ich brauche Sanitas. Wieso kann ich Sanitas nicht kombinieren? Muss ich den mit Dingsbums kombinieren? Nee. Na komm. Ja, jetzt ist der Kampf nicht einfacher. Hä? Ich habe doch eben Engel mit Dings. Oder war das andersrum? Sekunde. Lass mich mal ganz kurz was testen. Wenn ich jetzt anstelle von Eis Feuer nehme, dann kriege ich auch Sanctus heraus. Okay. Wenn ich aber Engel oben hinlege. Das muss andersrum sein. Das muss man mir doch erstmal sagen. Meine Güte, ist das mies. Oh, ist das gemein. Alter. Hallo, Hino. Auf den da, der nicht platt hatte. So, und jetzt auf seinen Hintern und dann ist der Käse gegessen. So, ich habe jetzt alle Zauber, die ich brauche, um links oben weiterzukommen. Ich will mich aber trotzdem hier nochmal umsehen. Dann wird es halt einfach ein, keine Ahnung, ein langer Part. Was geht denn hier? So, gibt es hier noch irgendeinen Geist, der mich noch nicht entdeckt hat hier? Ach, super. So, dann kriegst du erstmal mit einem Sanctus. Ich glaube, der Sanctus soll auch beim Bossgegner eine entscheidende Rolle spielen. Och nee, nicht schon wieder so ein Rätsel. Bitte nicht. Bitte nicht. Lass einfach den Schlüssel droppen. Lass ihn einfach fallen. Einfach hier fallen lassen. Einfach weg. Es war so klar, dass es den hier nicht geschenkt gibt. Okay. Die Frage ist...
ist nur wo? Was haben diese Teile zu bedeuten? Wir haben überall solche Steine. 6. Jetzt sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 7. Okay, aber von hier kam ich. Das bedeutet, irgendwo gibt es noch ein... Gibt es aber zu häufig für meinen Geschmack. Dafür, dass die random kommen sollen. Dafür, dass die mit irgendwas... Also dafür, dass die irgendwas mit dem Dingsbums zu tun hätten, sind mir diese Löcher aber zu random und zu häufig. Wenn es jetzt wirklich nur 5, 6 wären oder so 3, 4 Stück, dann würde ich sagen, jo, aber da die halt auch so ein bisschen ebenübergreifend herumeiern, kann ich mir vorstellen, dass es auch doch im Endeffekt nur ein Dingsbums-Material ist. So, den Kelch kannst du wieder. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay, da oben liegt was. Das kann ich gebrauchen. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Hier muss es irgendwie einen Zugang dafür geben. Och nee, oder? Erst dahin und den Ach nee. Ich glaube, ich weiß es. Ich muss wahrscheinlich jetzt wieder zurück, um dann mit Feuer die Tür aufzumachen. Und der will den Kelch nicht. Es ist so eine Last. Wirklich, Leute, es ist so eine Last mit diesem Dungeon. Dieser Dungeon ist viel zu lang. Ist wirklich so. Der ist wirklich zu langwierig. Und vor allem dieser kleine Fick-Gnome, ey, der geht mir heute gerade so richtig, also nicht gerade, sondern jetzt geht er mir so auf den Sack. Du musst halt hier permanent hin und her laufen. Es geht nicht anders. Und immer wenn du zurückläufst und auf dem falschen Weg bist, dann will er den Kelch eine Zeit lang nicht nehmen. Das ist vom Spiel so gescriptet. Aber dass sich das so abfuckt, damit haben sie nicht gerechnet. Das ist so wieder so typisch. Sie haben den Dungeon entwickelt und fanden den toll und es ist alles super und hast du nicht gesehen und cool und okay. Aber das Problem liegt halt daran, dass genau dieser Mist sozusagen, es soll halt ungefähr so sein, wenn du auf dem falschen Weg bist, sagt er, ich will das Ding nicht mehr nehmen. Dass du halt weißt, okay, du bist auf dem richtigen Weg. So, ist ja ganz nett. Aber dann so ein Dungeon, wo du permanent hin und her laufen musst, das ist dann doch... Das macht's kaputt. Ey, fick dich, du kleines, hässliches Gnomvieh, ey. Mich kannst du jetzt mal am Arsch lecken, und zwar kreuzweise. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Nur, dass in 5 Minuten, wenn ich zurück muss, wieder sagst, nee, ich kann ihn wieder nehmen. Diese Tempelstadt ist so eine Last, es ist so wirklich die glühende Büroklammer unter deinem Fingernagel, ey. So ein Pain in the Ass. So, jetzt brauche ich Feuer. Alles klar. Und jetzt muss ich wieder Sanctus machen, weil wir... Bitte. Bitte nicht. Also du musst diesen Sanctus nicht benutzen, um die Geister zu besiegen, aber es ist echt eine Last, das nicht zu benutzen. Komm raus.
reicht schon. Oh. Hallo, Hino, mach doch mal bitte den Zauber. Danke. Es ist so unglaublich. Oha. Warte mal, bei dem Kleinen warte ich mal ein bisschen, weil es kann sein, dass ich den brauche. Es kann sein, dass der linke Blitz machen muss und ich auf den rechten Feuer. Ja, ich traue diesem Dungeon genauso eine Asozialität zu. I'm sorry.
So, ich habe mir mal was reingezogen. Ein Tipp. Ach, so eine Scheiße kommst du überhaupt nicht. So, jetzt hast du Hast. Wenn du Hast auf dich selbst castest, dann bist du schneller. So, Eis, Feuer. Dann bist du schnell genug, um den ganzen Shit zu machen, angeblich. Oh, Gott sei Dank. Alter, so ein Müll. Das ist wirklich nervig as fuck. Sorry, aber so ist es. So, was das ist, weiß ich nicht. Mal mit Engel. Es ist wirklich ätzend. Es ist so ätzend gewesen. Du brauchst Hass, damit du schnell genug bist. Wirklich. Es ist so unglaublich. Ich probiere mal Sanitas oder Engel. Bin mir nicht so ganz sicher. Oh, nee, ey. Hauptsache, ich kriege einen Sanctus. Ich glaube, der könnte das sein. Gut. Alter Schwede, es hat mich so abgefuckt, dass mit diesem beschissenen Rätsel. Ja, doch. Sanctus kann eigentlich beibehalten bleiben. Und dann legen wir hier nochmal ein Feuer hin. Blitz, Eis, Vita, ach, keine Ahnung. Viel zu viele Zauber hier. Endlich geht's weiter mit diesem Kack-Division. Es ist wirklich eine Last mit dem Spiel. Viel zu viele Zauber und den ganzen Hin und Her, das muss nicht sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
nee, wieder was für Klavats. Wetten? Och nee, dann muss ich jetzt wieder mit dem Sascha diesen Dungeon nochmal machen. Ah, das mache ich dann offscreen. Und warte mal, ich gucke mir das erstmal an. Das ist den Heiligenplatte. Herstellungskizze zu Schild. Oh, ist natürlich sehr nice. Aber so ist es einfach. Wenn ich den ganzen Shit jetzt gemacht habe, nur um diese Heiligenplatte zu kriegen, dann fühle ich mich von diesem Dungeon so abgefuckt. Es ist wirklich so, oder? Ich meine, ich muss ja da auch irgendwie weiterkommen. Ich habe sonst keine Ahnung, wie ich den Dungeon weitermachen soll. Es ist wirklich der Fall. Nur für diese Heiligenplatte. Es ist doch unglaublich. Es ist so unglaublich. Warum hinterfrage ich es noch? Och nee, du kleiner Gnome, ey, geh mir doch nicht auf den Sack. Bitte. Ich meine, schön, dass es offen ist, aber was bringt's mir? Es bringt mir wirklich gar nichts, weil ich gerade aktuell eh nicht weiß, wie und wann und was ich machen muss, um weiterzukommen. Ich bin überfragt. Ich bin echt überfragt. Wieder, der geht mir gerade so auf den Sack, ey. Oh, wie komme ich denn da jetzt an dieses scheiß Dingsbums ran? Ich will jetzt eigentlich nur noch zum Endboss und den fertig machen. Bitte, bitte. Geht nicht. Okay. Ich kann doch nicht von da oben irgendwie rüber. Das geht auch nicht. Dann wäre aber die Frage, warum ich da überhaupt hoch kann. Da ist ein Schalter. Schön, dass da ein Schalter ist. Ich kann da nichts machen. Aber warum kann ich da nichts machen? Kann ich irgendwie hier nach links? Ja, aber kann ich nicht hoch. Das bringt mir alles nichts. Ich muss da irgendwie hoch. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Och Mann! Alter, Ravenarate ist so eine Scheiß, so ein beschissener Dungeon. Der ist so richtig ätzend. Der ist nicht nur weitläufig und tricky gemacht, der ist auch noch richtig asozial. Halt auch nicht so, dass ich da irgendwie nach links und nach rechts kann. Ich muss da halt irgendwie links oder rechts. Diesen Schalter muss ich betätigen, dann geht das Ding auf und da ist bestimmt irgendwo, da ist von mir aus der Boss drin. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich auf diese Dinger hochkomme.
weil es ist ja irgendwie überall geschlossen. Obwohl du nur von dieser Seite rankommst. Und da denke ich mir so, wer hat sich denn so eine Scheiße ausgedacht? Wie kommt man auf so einen geistigen Dünnschiss, die Schlüssel außerhalb von den Türen zu machen, die man eigentlich öffnen muss? Du kommst hier nirgends rein, du kommst hier nirgends hoch. Der Schlüssel, der da liegt, von dem du nur von der Seite kommst, der muss hier irgendwie rein, hä? Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie noch einen anderen Schlüssel gibt. Aber du kommst da nicht rein, du kommst da wirklich nirgends lang. Von der anderen Seite kommst du auch nicht dran. Toll. Super. Keine Leiter gibt's nach oben, nichts. Und der Kleine geht mir auch permanent auf den Sack. Es ist so eine Last. Es ist wirklich so eine Last mit diesem Dungeon. Das ist auch so ein bisschen die Scheiße. Die Spieleentwickler können sich hier bei solchen Sachen extrem auskotzen. Und du kannst einfach nicht mal vorbeifahren und den Dritten die Nüsse geben und ihnen sagen, dafür, dass du das so gemacht hast, kriegst du jetzt erstmal fett in deinen Sack getreten. Das geht halt wirklich nicht. Die sind da ganz weit weg und du hast ja noch nicht mal Chance, den Support anzuschreiben. Das gibt's ja halt nicht. Zu sagen, hier Support, das und das, Scheiße, Braten der Hölle oder was weiß ich. Ich meine, diese Rätsel, diese Dinger, diese Teilrätsel, die waren ja noch in Ordnung. Ja, da kann man sagen, okay, gut, ist ja noch machbar. Das mit der Hast war schon eklig genug, aber jetzt weiß ich halt wirklich nicht, wie ich da weiterkommen soll. Du kriegst das Ding hier nicht. Du kommst hier nirgends dran. Und der Kleine geht mir so auf den Sack. Dieser scheiß Kelch, ey. Dann lass, dann entweder nimmst du ihn gar nicht oder du nimmst ihn. Aber so ständig mal so, ja, ich nimm wieder und dann doch nicht. Und dann, es ist so eine Last. Es ist wirklich so ätzend. Es ist wirklich Hass. Es ist purer Hass. Muss von der Seite irgendwie kommen. Aber da, es geht nirgends weiter. Ich verstehe es nicht. Ich sehe es nicht. Es ist unglaublich. Wie habe ich das damals geschafft? Habe ich das überhaupt damals geschafft? Da bin ich mir auch selbst gar nicht mal so schlüssig. Ich lasse die Viecher jetzt einfach mal alle. Die können mich alle mal am Arsch lecken. Es geht auch wirklich nur in eine Richtung weiter. Und da runter. Ich habe da was gesehen, aber ich glaube, das ist... Na, da kommst nicht ran. Toll. Och nee, jetzt wo ich so schön... Nee. Es ist wirklich so, also ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Habe ich es endlich bald geschafft? Komm, nimm das Ding wieder, du kleiner Zwerg. Scheiß halbe Pferde, kriegst du auf die Fresse. Aus dir mach ich Pferdesfleischsalami. Das war die billige. Schön. Toll. Gut. Okay, super. Da
Das hat jetzt... Ah, okay, 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 okay. Nee, ich bring nix. Ich will jetzt einfach nur noch durch, ey. Das war's dann auch heute. Ich nehme heute nicht mehr auf. Wirklich, es ist wirklich eine Last mit dem Spiel. Und ich bin immer noch nicht so weit, hä? Warum kann ich wenigstens nicht ein bisschen runtergehen und... Gott sei Dank. So, jetzt machen wir hier hinten das Ding auf. Und dann hole ich mir noch den Schlüssel. Warte mal, ist das Feuer? Bestimmt. So. Die Schatztruhe hole ich mir noch. Toll. Und jetzt gehe ich zurück, gehe da durch und hole mir die andere Schatztruhe. Und wehe, das ist nichts Besonderes. Wehe. Was ich gerne öffnen möchte. Och nee, es ist so, es ist unglaublich. Es ist wirklich krass. Also dieser Dungeon, der ist ätzend. Liegt vielleicht daran, dass ich in der Aufnahme bin, aber trotzdem, ey. Aber hier in dem Dungeon ist wirklich jeder gerade so ein bisschen eklig. Mit der Sakura wäre es vielleicht besser gegangen, aber trotzdem, es ist wirklich eklig, as fuck gerade. Wenn den Schatz so nur Geld ist, dann fühle ich mich so doppelt verarscht. Wirklich, es ist so eine Last. Es ist ein 2-Stunden-Part geworden. Ein Mini-Kristall, immerhin etwas. Geht's hier links weiter? Nö, gut. Ich kann den Geld wieder nehmen, Kupo. Alter, dieser kleine Zwop. Ich würde ihm am liebsten jetzt mit der Keule wirklich den Bommel abschlagen. Nö, bringt nichts. Super. Dann weiß ich nicht, wie man nach rechts kommt. Ja, dann weiß ich wirklich nicht, wie man da hinkommt. Ich kann nur noch eine kleine Sache probieren. Ich glaube aber nicht, dass die... dass das schickt. Ich würde gerne wissen, wie man da diese eine Truhe da öffnet. Dieses eine Dingsbums. Da muss man doch auch irgendwie rankommen. Hier kommt man dran, aber man kommt nicht runter. Und hier gibt es halt auch nichts. Da gibt es eine Truhe, wenn man das Ding da auf der rechten Seite öffnet. Die Frage ist nur... ich da diesen... Schlüssel. Hier gibt es... Hier war nur diese Gammeltruhe. Ich nehme jetzt einfach noch mal ein bisschen Zeit. Dann wird es halt wirklich nur 2 Stunden gedöhnt. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie in einen Zeitraffer oder so packe. Nee, du nimmst das Ding jetzt. Mann, es ist so eine Last mit diesem kleinen Vieh. Wenn du irgendwo zurückläufst, dann will er den Kelch nicht mehr nehmen und... Ach nee, ey. Es ist so ein eklig... Dieser Dungeon ist so eklig. Es ist so widerlich, dieser Dungeon.
Er ist so richtig ekelhaft. Ich kann dir Geld wieder nehmen, Kupo. Alter. Hier unten kommst du halt auch nicht weiter. Ich will halt auf der gleichen Ebene nur auf die andere Seite von der Pyramide, damit ich anfangen kann, diese Schatztruhe zu nehmen. Da ist bestimmt ein richtig geiles Dingsbums drin. Irgendwas Besonderes. Aber hier, geht nicht. Darüber will ich, auf die andere Seite. Das kann ich aber nur machen, indem ich mit einem Schlüssel diese eine Tür öffne. Oder habe ich das verkackt, weil ich diesen einen Schlüssel da ewig drei Tage woanders da lang gefahren habe. Nimm den oder lass es. Ich gehe doch jetzt schon zum Eingang zurück und hol den dann und hol den Endgegner. Weißt du, wir haben ja eine Zeit lang diesen Schlüssel hier durch den halben Dungeon getragen. Und da kann es natürlich sein, dass man den einfach vielleicht nicht nach links trägt oder so, sondern. Toll. Sondern nach rechts. Und dann könnte man da durch. Hier diesen Schlüssel zum Beispiel, glaube ich. Das wäre die einzige Möglichkeit, wo ich mir hätte sagen können, okay, und da hätte man vielleicht was machen können. Aber so weiß ich nicht. Also ich zeige euch mein Problem. Mein Problem ist halt, dass ich nicht weiß. Ich bin doch schon zum Gegner. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich hier links hoch komme. Weiß ich einfach nicht. Ich weiß es nicht, wie man da hinkommt. Keine Ahnung. Also ich weiß ungefähr, wie man da hinkommt, aber irgendwie kann man braucht man diesen Schlüssel, um diese Tür da aufzumachen. Wisst ihr, was ich meine? Von der linken Seite kommen wir nicht weiter. Das bedeutet, wir müssen irgendwie hier hochkommen. Das würde auch gehen, aber diese Scheißtür versperrt uns den Weg. Das bedeutet, ich habe keine Ahnung, wie ich da diesen Schlüssel dann holen soll. Weil das ist nämlich die einzige Tür, die noch zu ist und naja. Vielleicht irgendwie ganz komisch, so in der linken hinteren Ecke gab es einen Schlüssel, den habe ich irgendwie in den nächsten Slot reingeschoben, den hätte ich aber durch die gesamte Map rennen müssen. Och nee, ey, bitte nicht. Ich werde auch diesen Dungeon so gut ich kann meiden, weil es einfach eklig ist. Und jetzt einfach nur noch hoch in den Endgegner gemacht, komm, auf die Truhe geschissen. Geist, es war so klar. Oha. So, Sanctus Feuer Vita, okay. Alter, braucht der lange. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Thank you.
Okay, das habe ich irgendwie gemacht und jetzt kann ich zu dem und den irgendwie auf die Schnauze hauen. Nee, bringt gar nichts. Okay. Das bringt auch nichts. Alles klar, das habe ich dann auf der linken Seite bestimmt auch so ein Ding. Sanctus. Ich erkenne es halt nicht. Ich erkenne es wirklich nicht. Okay, mit Sanctus bringt das gar nichts. Vielleicht mit Gravitas. Das wäre das Einzige, was halt noch so ein bisschen... Ja, komm. Was soll das? Och, dieses Zaubergeschiss, ey. Es ist eine Last. Es ist so eklig. Es ist wirklich nervig gerade. Ich habe auch keinen Bock auf diesen Dungeon generell. Der ist einfach... Ich weiß nicht. Es ist noch nicht mal Enddungeon. Das ist das Problem. Dieses Ganze hin und her und hast du nicht gesehen? Es ist einfach eklig. Es ist wirklich eklig. Das Spiel kannst du halt, wie gesagt, auch mit Dingsbums spielen. Mit mehreren Leuten, dann kann ich das verstehen, aber bitte denk dran, dass du das Spiel bitte auch alleine spielen musst.
Komm, den Damage kriegst du, kannst du jetzt noch aushalten, Himmelei. Jetzt mach den endlich fertig. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Menschen. Boah. Fick doch die Henne. Da kriegst du so einen Krampf. Boah. Es ist so eine Last. Alter. Glitchnass, scheiß Dungeon. Der Dungeon ist echt mies und stupid as fuck. Ist wirklich so. Unglaublich. Gott sei Dank, endlich geschafft. Schickt auch für heute. 2 Stunden an so einem Wix-Dungeon rumgepimmelt, ey. Wie sich die Hino im Kristallwasser spiegelt. Schön. Wow. Ja, man muss sich auch mal ein bisschen freuen können. Jetzt Tagebuch eingetragen. Post, Kupo. Kupo. Ja, du kommst hier natürlich ohne Probleme rein, weißt du? Von Wamsu, der Mutter von Hino, einen Brief erhalten. Lebensweisheit. Ach du Scheiße. Lebensweisheit der Selkies. Essen finden, Gil finden, Gegenstände finden, Gegner von Freunden besiegen lassen. Das ist aber nicht cool. Nichts beifügen. What the fuck? Bloß nicht speichern vergessen, du. Oh, Gegenstände nicht aufheben. Das kann ja nicht viel sein. Ich habe alles aufgehoben, was ging. What? So, was haben wir denn hier? Mjölnir. 3 Stärke. Waisenstab. Dolch. Sternemblem. Elfengewand, Goblin-Tasche, oh, das ist alles so geil, das ist wieder so ein Dungeon, weißt du, ich mag den Dungeon nicht und dann droppt er so Sachen, wo ich mir sage, yes, die brauchst du eigentlich. Goblin-Tasche, Herz-Emblem ist jetzt nicht ganz so wichtig, Goblin-Tasche ist vielleicht gar nicht mal so unklug, aber +3 Stärke wäre natürlich auch geil, obwohl mit der Stärke habe ich jetzt, komm, ich nehme die Goblin-Tasche. Die Hino kriegt die Goblin-Tasche. Wo haben wir sie dann? Die Hino kriegt die Goblin-Tasche. Dann fehlt der Hino eigentlich nur noch die Extra-Tasche, dann hat sie zumindest alle Dingsbums voll. Hier, Leute, macht's gut. Ciao.